Hi Leute, willkommen zurück zu Blasphemaeus und wir holen uns heute die Lunge sozusagen, diese Lungenessenz, ist es eine Essenz oder Relikt eher gesagt, und zwar ermöglicht euch das durch diese Gaswolken zu laufen. Die sind ziemlich eklig hier überall im Level verteilt und vor allem könnt ihr dann hier unten auch den neuen Weg freischalten. Hier könnt ihr dann nicht durch das Gras laufen. Das habt ihr mit Sicherheit schon mal gesehen in der Kanalisation. Und die Lunge gibt es hier hinten quasi. Also wir gehen da jetzt einmal hin. Ihr müsst hier in dem Abschnitt sein, dazu einmal hier oben runterfallen lassen, hier hingehen und hier rüber. Und dann gehen wir hier runter. So, gehen wir hier lang. Okay. So, dann zeige ich euch jetzt, wo das ist. Und damit könnt ihr dann einfach durch das Gas durchgehen, was euch vorher so immensen Schaden verursacht hat. Da seht ihr unten auch schon diese Wolken, diese Nebelwolken, Gaswolken. Und mit dem Relikt der Lunge könnt ihr einfach da lang dran laufen, wenn ihr das equipped habt, und das macht euch dann nichts mehr aus. In dem Sinne könnt ihr dann zum Beispiel auch hier oben lang oder dann entsprechend gleich hier unten lang, und es schalten sich natürlich neue Wege frei, vor allem in der Kanalisation. Da solltet ihr dann auf jeden Fall hingehen, um den neuen Weg zu nehmen mit der Lunge. So, gehen wir einmal hier rüber. Komplett hier durch einmal. Und das ist jetzt so ein bisschen tricky gleich. Ah, ich hab nicht aufgepasst. Ein bisschen tricky ist es gleich. Da unten könnte man dann später natürlich auch lang. Aber das machen wir alles später, wenn wir dann die Lunge haben. Boah, echt nicht so schlau von mir. Ich könnte die auch einfach mit Fernkampf killen. So. So, ein paar Container habe ich ja noch, ein paar Tränke. Von daher einmal hier durch. Und hier ist tatsächlich der Abschnitt, wo es das gibt, und zwar ganz, ganz oben. Hier ist relativ tricky, weil ihr müsst immer aufpassen, dass ihr nicht von der Nebel erwischt werdet. Nicht, dass ihr da noch runterfallt und da unten in den Nebelkessel fallt und dann sterbt ihr relativ schnell. Hier muss man richtig schnell sein, hier entsprechend schnell da hoch. Ihr seht, die Nebelwolke zieht ziemlich lange vorbei. Bisschen warten, bis es frei ist, und dann schnell hier rüber. Hier bin ich auch beim letzten Mal schon mal gestorben. Ah. Weil mir genau das passiert ist, was jetzt wieder passiert ist. Und dann hier rüber festhalten. Ah, oh, das war jetzt ein bisschen blöd. Ah, vielleicht da, genau. Trotzdem noch geschafft. Zwei Energie nehmen. Und hier gibt es jetzt die Lungen. Versilberte Lunge von Dolphos gibt es hier. Und damit, Leute, könnt ihr jetzt einfach durch den Nebel durch. Das macht euch gar nichts. Könnt da hier natürlich noch den Engel holen. Besten so. Und ihr seht, könnt man jetzt hier einfach. Oh, ich müsste ihn erstmal ausrüsten. So, jetzt ausgerüstet. Und jetzt seht ihr, könnt ihr einfach hier drin stehen bleiben. Das macht euch gar nichts mehr. Und ihr könnt dann einfach hier die Sachen einsammeln. Und natürlich nicht vergessen, Leute, geht hier in die Kanalisation nochmal den Weg und geht hier entsprechend lang. Hier ist der Nebelpforte sozusagen. Dann könnt ihr hier das Tor aufmachen. Dann könnt ihr hier später hier lang gehen. Und ja. Das war's auch schon. So einfach findet ihr eigentlich die versilberten Lungen und könnt dadurch durch das Gas gehen, durch den Nebel. Und ja, so easy geht das, Freunde. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.